Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Paper Mario. Im letzten Part haben wir ja unser erstes Game Over in der Game gehabt, weil wir ein bisschen durchs Dach gelaufen sind. Aber zum Glück, erst beim Seitenversuch direkt geschafft. So, das ist eine schwarze Truhe. Sehen Sie uns die mal an. Wo genau soll die sein? Weil ich muss irgendwie erst mal wieder hier raus. Oder war die schwarze Truhe hier drin? Oh, die war hier drin. Okay, vielleicht sollten wir auch uns die Truhe ansehen. Macht das mehr Sinn? So, lange waren keine Gäste mehr in diesen Gemäuern. Was? Du kannst meine Stimme hören, dann musst du ein Held sein. Noch nicht schon wieder. Das hatten wir schon mal. Überhaupt nicht. Ich denke, jeder kann meine Stimme hören. Ich schätze, du bist da auf einen Trick hereingefallen. Aber egal, willst du mich vielleicht trotzdem aus der Kiste befreien? Ist ein wenig eng hier. Ja, du musst nur einen Schlüssel finden, um blöde Truhe aufzuschließen. Dann habe ich so ein. Was? Ich würde dir sowieso mit einem Fluch belegen, sobald du die Kiste öffnest. Genau, wir machten sowas. Das ist doch nur schrecklich. Nein, sowas würde ich auf gar keinen Fall machen. Natürlich nicht. Wir sind leichtgläubig und machen das. Also, wenn du mich rettest, kannst du dir helfen, quasi auch zum Dank. Man muss mich doch gegenseitig helfen. So. Na, jedenfalls wäre es froh, wenn du mit mir einen Schlüssel die Kiste aufmachst. Den Schlüssel haben wir gerade geholt. Was? Du hast es gefunden? Unglaublich. Ja, komm. Mach mal auf. Müssen wir eh. Ja, natürlich. Du Tor. Ja, natürlich war das böse, ne? Wieder kommt der nächste Fluch, oder? Was bist du von da? Aber meine Lügen waren wohl gesickt. Aber diese Burg ist ohnehin eine Falle, aus der keiner ankommen wird. Du wirst in diesem Bauern elendig machten. Cool. Aber vorher wirst du dich nochmal in schrecklichen Fluch stellen. So sei dir nur verflucht. Okay, was passiert jetzt? Damit bist du verflucht, selber schuld. Und dieser Fluch ist noch viel, viel schrecklicher als der letzte. Drückst du ZR, so drehst du diesen Körper wie ein Blatt im Wind. Brrr, wie schrecklich. Und nun zeige ich dir deine Gestalt in all ihrer Bärmlichkeit. Halte ZR gedrückt und blick ein Schicksal auf die Augen. Verstehe, damit komme ich durch die Knastinger durch. Sehr schön. Was soll das? Zeig mir deine verfluchte Gestalt, halte ZR gedrückt. Achso, okay. Passt. Ja, ist okay. Bin ich happy mit, dass es passiert ist. Nur wie gefällt dir deine lämmerlässige Gestalt? Der Fluch halt so lange an, bis du ZR drückst. Okay. Springen, laufen, alle deine Bewegungen werden absolut dämmerlässig aussehen. Hast du verstanden, was dieser Fluch dir bringt? Ja, antut. Selbst verstanden. Nun, lieber Vuldona. Also, lustigerweise kann ich den Fluch als Turnierfall recht gut gebrauchen, weil er uns ja recht gut weiterhilft, um rauszukommen aus dem schönen Knast. Weil wenn ich jetzt ZR drücke, komm mal voll easy. Einfach rausgehen. Ich weiß nicht, ob wir hier rein sollten. Nö. Aber hier sollten wir auf jeden Fall rein. Da liegt nämlich was drin. Da ist ein Sound FXA. Okay, bei Angriff auf Mario Frostlaut gefunden. Ja, das kann man doch bestimmt mal gebrauchen. Okay, die sehen einen leider genauso. Also hier hilft das nichts. Das ist ein bisschen ungünstig. So, die Frage ist, wo wir jetzt eigentlich weiter müssen. Waren irgendwie vorhin hier hängen geblieben? Irgendwo, ne? Dann, sollten wir auf jeden Fall nochmal das Ding nutzen, was uns da irgendwie weiter oben katapultiert hatte. Und soll auf jeden Fall nochmal hier hin, weil da war, glaube ich, auch eine Tür. Die ist nämlich leider noch verschlossen. Aber was braucht man denn für die Schralznis? Da ist das was da ist, oder? Aber das könnten wir so nicht holen. Das sieht schon witzig aus. Da ist er damit, wenn man da irgendwie anders fliegt oder so. Was sollen wir denn jetzt machen? Es sei denn, es hätte Logart das Sande will. Gehen wir weiter. Ja, aber wohin weitergehen, hä? Das ist ja höchst kurios hier alles in allem. So, wir müssen nämlich nochmal in den Raum gehen, in den die Cooper uns da die Knochen trocken uns vorhin malträtiert haben. Denn in diesem Raum gibt's nämlich etwas, wo wir jetzt als platt reinkommen. Nur noch nicht hier, sondern hier, weil da sind keine Wissensstäbe. Und hier gibt es jetzt nämlich das, was wir gesucht hatten, nämlich den Schlüssel, der uns weiterbringt, nämlich der Burgschlüssel.
Und den braucht man nämlich ganz dringend. Also, Thomas, haha, du bist ja immer gefangen. Schade. Wäre sehr witzig gewesen. Nun geht's zurück zur Tür. So, jetzt sind wir wieder hier oben und nun können wir die Tür öffnen, die uns reinführt in den nächsten Bereich, wenn man so will. Und hier kann man es auch nochmal Leben kaufen. Und wenn ich mir so ansehe. Ja gut, ich habe noch 18 von 20 und der Cooper. Also noch 10 von 10. Das lassen wir erstmal so stehen. So, und hier, jawohl, wird das Bild weitergemalt, sodass wir hier weiter können. Und hier brauchen wir unseren Kollegen. Damit dies hier auch nochmal passiert. Ich finde das so schön. Nun geht's auch hier weiter. Was ist hier? Wie kommt man hier weiter? Das ist die Frage. Ich glaube, wenn man hier runterspringt, ist es so gedacht. Tatsache. Ah, jetzt bin ich... Ah, lol, jetzt weiß ich, wo ich gelandet bin. Das war eigentlich erst dumm von mir. Jetzt sind wir nämlich wieder hier unten. Und so wäre man nämlich eigentlich an das Daniel-Wheel drangekommen, was ich vorhin schon gesammelt hatte. Wenn man das Ganze komplementiert. Müssen wir leider den Teil hier nochmal machen. Es gibt einfach keine zweite Stelle, machen wir es lieber so. Und schon ist man wieder oben und das machen wir es uns einfach sehr einfach. Ich springe einfach raus aus dem Fenster und begehe Selbstmord. Nein! Oh, und da ist er weg. Der Cooper. Aber wir haben es geschafft und er ist auf einmal wieder lol. So einfach geht's und nun sind wir ein bisschen weiter. Wieder an Stöcker zumindest. Und sind jetzt hier. Och nö. Okay, jetzt will der einfach wieder nerven, aber wie gesagt, aus Kämpfen. Ich finde es gerade strategisch recht sinnlos, in den Kampf reinzugehen, weil wir, wie gesagt, alle Leben brauchen, die wir haben. Deswegen bin ich hier immer so sehr auf der Flucht. Auch wenn es das Spiel offenkundig nicht so gern mag und es sehr knapp war, haben wir es geschafft, noch zu fliehen. Ich glaube, irgendwann später wird das nicht mal so leicht gehen. Hab ich schon mindestens den Eindruck. So, jetzt gehen wir einfach mal hier drauf und wir... Okay, das muss anders gehen. Nämlich genau so, jawoll. Ach, da wäre ein Herz, irgendein Item gewesen. Ja, können wir den nicht umgehen? Ich weiß nicht. Wir probieren es einfach jetzt mal auf ganz fresse Art. Weil manchmal geht das ja auch trotzdem gut hier jetzt nicht. Aber ist ja wurscht, ich will es weiter probieren. Was einmal nicht klappt, kann er vielleicht beim zweiten Mal klappen. Jawoll. Ich hab keinen Bock auf den Dude. Ich will erstmal hier rein. Aber wo sind wir hier? Und wer ist das? Nanu? Wie seltsam, ich bin wohl nicht die einzige Besucherin dieser Burg. Wer bist denn du? Ich? Ich bin eine Diebin, die viel in der Welt herumkommt. Man nennt mich Nagarine. Also nicht verwechseln mit der Margarine. Wer kann's nicht, die Nagarine? In dieser Burg soll es irgendwo einen seltenen Orden geben, deshalb bin ich hier. Aber sagt, was treibt euch in die verfallene Gemäuer dieser alten Burg? Wir sind hier, um Loka zu besiegen und ein Sternjuwel zu finden. Und leider können wir dieses Sternjuwel unter keinen Umständen überlassen. Sternjuwel, ich wusste nicht einmal, dass es so etwas hier in dieser Burg gibt. Habe ich vielleicht gerade einen heißen Tipp erhalten? Auf keinen Fall. Aber egal. Schließlich wart ihr zuerst auf der Suche nach dem Sternjuwel. Mein Orden habe ich schon. Das Sternjuwel soll also eure Beute sein. Okay, danke. Du bist ja ganz sozial. Was? Wie bitte? Was hieß? Hey, ist im Abschied nur so. Dabei haben wir uns gerade erst getroffen, aber es ist Zeit für ein Abschied. Was für eine Fresse? Ach ja, eins wollte ich dir noch sagen. In dieser Burg befinde ich einen Orden, der im Kampf gegen den Drachen helfen soll. Was für ein Orden, das weiß auch nicht. Hast du denn etwas, Hund? Wenn du gegen Lugard kämpfst, solltest du auf jeden Fall den Orden anlegen. Und damit adieu, mein bärtiger Kavalier, bis zum nächsten Mal. Ah ja, okay, das ist jetzt eine Person, aber irgendwie auch charmant, oder?
Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und holen uns auf jeden Fall das Ding hier ab. Nämlich ein Insign der Sonne oder Insigne. Ein seltenes Objekt. Okay, was das für eine Kraft hat, wir werden sehen. Okay, okay. Gut, gut, gut. Dann haben wir das. Und nun geht's erstmal wieder zurück und wir müssen uns erstmal wieder battlen. Oder auch nächstes Mal was einfach noch intelligenter machen. Einfach dran vorbeigehen. So. Ich wollte nämlich dieses Teil einmal nach unten zicken und jetzt. Ist jetzt loslassen, jawohl, weil jetzt geht es nämlich unten nach oben. Nein, ich habe das hier nicht bekommen. Da brauchst du auch einen Schlüssel und den haben wir leider noch nicht. Ach komm, ich will nicht wieder mit dir im Kampf. So eine Müll, ey. Dass man immer, wenn man da dran kommt, automatisch in den Kampf reingeht, wo man da gar keinen Bock hat, ey. Das ist ja so ein. So, Kampf beendet. Wir sind nochmal hier drin, denn ich glaube, ich habe hier was übersehen, nämlich in der Kiste. Die kann man nämlich ansehen. Und et voilà. Da ist der Burgschlüssel gelb drin, den wir jetzt brauchen, um durch die Tür zu kommen. Ich habe den vorhin ganz vergessen rauszuholen. Entschuldigung. Und hier ist deine Footy-Verwirrung. Und hier. Ja, rennen wir einfach überall durch und ich wollte mit denen nicht kämpfen, schon wieder. Haben jetzt nämlich den Schlüssel, mit dem wir diese Tür aufmachen können, was sehr schön ist. Also hier ist viel Schlüssel zu suchen, ich sehe schon. Also der Part, der wird hier immer viel gesucht. Nein, verpiss dich, geh weg, go away. So, Och. Ich will nicht mit Oscar. Ja, natürlich. Lubians. Ich will einfach fliegen. Ich will nichts mit Kämpfen jetzt zu tun haben derzeit. Ich habe nämlich gerade ganz andere Missionen. Ich will nicht kämpfen, ey. Das nervt mich jetzt schon wieder. Dass man die Dinger immer auslöst. Das gibt's doch nicht. Ich bin doch gerade zum weggegangen, ist die fix. Was soll denn der Und es geht's wieder nächster. Doch, besser ist es, ey. Also, ja, wir kommen schlechte Laune. So. Übrigens, dass mich bemerkt. Wenn ich gerade blöd ausgegangen für mich. Jetzt kann er mich so bemerken, jetzt sucht es mich nicht. Oh mein Gott. Das ist hier eng. Ach, holy shit. Ah ja, ich glaube. Ne, da geht's mal nicht weiter. Oh. Oh, ja, Sus Cooper. Und ich habe es einfach umgebracht. Den Pates. Jetzt habt ihr ihn nicht gerade wirklich umgebracht, oder? Nee. Aber was sollen wir hier? Wie geht das? Hä? Ich dachte, dass wenigstens hier weitergeht, aber hier ist ja gar nichts. Und auch auf der Seite scheint hier mal nichts zu sein. Ah, ich bin ja dumm. Ha. Oh! Cool. Das war eigentlich voll dumm. Ja, natürlich fliegen wir jetzt genau in den rein. Ja, nee, ist klar. Ich kann das auch mal. War auch geplant. Mich zu ärgern. Mal wieder nicht fliehen. Doch, besser ist es. Was für ein Dreck. Nee, schon wieder. Ich habe vor einer Sekunde gesagt, ich will nicht mit dir kämpfen, Bruder. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will einfach nach Hause. Kommt da bestimmt gleich ein drittes Mal noch. Nein! Oh, come on!
jetzt, ich will jetzt gehen. So. Ach komm, scheiße. Du bemerkst mir jetzt nicht so dumme Schlafen das Ding. Scheiße! Wieso falle ich denn auch runter, ey? Das ist doch ein Dreck. Das ist doch wirklich gerade ein Dreck hier. Kann ich wieder nicht fliehen? Mann! Regt mir das wieder auf. Ah, ich kann. Hilft halt bekanntlich nichts. Ja, natürlich verfolgen wir das Scheißding jetzt schon wieder. Jetzt hat er aber. Ich glaube, wir hätten einfach vorher nicht den Papierflieger einsetzen sollen. Das ist nämlich ein bisschen dumm. Wenn wir jetzt hier durchlaufen. Zumindest ich jetzt mal auf der anderen Seite. Ich kann leider gar nichts gesagt erkennen, ja, ist auch Gewalt, so. Dann ist Sternsplitter halt. Sternsplitter halt. Ich glaube, das war auch alles. Man, von hier oben klingelt das Telefon. Was haben wir in dieser Aufnahme noch? Schön, ey. So, und jetzt haben wir nämlich das Sternstück geholt. Jetzt. Oh. Und das. Oh. Nein, das wollte ich eigentlich alles nicht, aber ist ja auch wurscht. Wir müssten nämlich da runter. Das war eigentlich wieder richtig hart dumm. Ist immer dieser Scheißangriff, ey. Das gibt's halt erst nicht, ne? Da kann ich schon wieder nicht fliehen. Was soll denn dieser erbärmliche Müll? Es gibt ja Estes, ne? So. Jetzt gehst du weg. Ich lag dich einmal nach unten. Ja, ja, du verfolgst mich wieder, bekommst mich eh nicht, das kennen wir schon. So, jetzt geht das Ding wieder nach oben. Und jetzt bringen wir nämlich ganz hier hinten ab. Und wir springen einfach dran vorbei. Ob immer man sowas überhaupt schafft, ich weiß es nicht. Ich... Oh, es rast doch auf mit den Scheißangriffen, ey. Natürlich haben wir auch zwei Herzen jetzt verloren. Herrgott nochmal, da kann ich wieder nicht fliehen. Was soll denn der Scheißdreck, ey? Mann! Boah, regt mich da jetzt auf. Es gibt ja echt nichts. Was habe ich jetzt hier verkackt? Ich will zu dieser Tür. Wenn ich hier springe. Ja, natürlich. Ich will es nicht mehr. Ich will jetzt einfach nur noch fliehen. Wir müssen nochmal nach oben und dann schauen wir weiter. Aber wenn ich jetzt hier nach unten gehe, das war wie gerade, dann landen wir nämlich nicht auf der Plattform. Ist ja höchst kurios.
Ich habe zumindest mal eine Theorie, wie man jetzt hier weiter voranschreitet, ohne runterzufallen. Wenn wir jetzt nochmal hier hingehen und das jetzt mit dem Papierflieger nicht verkacken, dann sollten wir jetzt eigentlich da nach oben drauf kommen. Auf die Plattform, wo es hin wollte! Und nicht wieder auf den zum x-mal denselben Kampf, ey! Boah, ist die Runde ist so richtig, richtig schlimm. Also, ich denke, ich habe wieder null Bock auf dieses Game. Das ist so scheiße, man ist dann immer das verkackt. Mit dem Drecks. Ja! Natürlich! Scheiße, ey! Bei dir bei dem Müll auch alle leben, ey. Was soll denn der Müll hier? Alter, Mann. Jetzt kann ich doch nicht fliehen. Was soll denn der Scheiß, ey? Macht mich gerade so aggressiv. Der Dreck. Der räudige Dreck. Und nichts zu gebrauchen. Oh, ich bin doch so dumm. Nein! Das gibt's doch nicht! Alles so räudig. Das ist so räudig alles. Bin auf 180. Weiß nicht, weil ich das mit dem blöden Papierflieger nicht hinbekommen habe, dieser Dreck. Hey, da kommt doch der immer viel weiter unten raus. Was soll der Müll? Weil es muss mit dem Papierflieger dahin fliegbar sein. Das muss gehen. Das wäre nämlich zufällig, dass es gehen muss. Essen, ey. So. Mann, ich komme halt immer genau dahin. Was soll denn der Müll? So, weiß nicht, wie viel der Versuch das jetzt hier ist. Irgendwie durch das, ja, jetzt bekommen wir es hin. Mann, ich tue immer so viel auf. Okay, wie kommst du nicht hin? Ich gebe auf. Ich habe schon wieder 8 Leben verloren. Jedes Mal verliere ich das 2 Leben, nur weil ich den blöden Kampf da drauf gehe und verliere. Was soll denn der Scheiß? Ohne Scheiß, der macht mich so aggressiv, dieses Dreckslevel. Mann, ey. Was soll denn das? Bist du entschuldigen, dass du da jetzt hier ausrastet, aber mich nervt, dass einfach Tier ist, der Scheiß. Nächster Versuch. Nein! 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 Wir waren so kurz davor! Verdammt nochmal! Also, nächster Versuch. Nicht mal schaffen, was hoffentlich. Und vielleicht, wenn wir uns das ganz dumm anstellen. Ja, natürlich nicht! Was auch sonst? Scheiße, Mann! Ja, natürlich! Mann!
Ja, Scheiß ist doch gar nicht möglich, jetzt mal ohne Scheiß. Also wird doch eh nicht klappen. Wir sind von Haus aus einfach viel zu weit unten. Wie macht man das? Verdammt nochmal, ich bekomme das nicht hin. Mann! Immer fliegst du an einen scheiß Gegner rein. Und jedes Mal muss den Scheiß machen. Das geht mir so tierisch auf die Nerven. Aber so tierisch. Lang nicht mal so sehr beim Videospiel aufgeregt, ey. Was soll der Müll? Was soll das? Ohne Scheiß. Mann, das regt mich so dermaßen auf. Ich presse das ganze Let's Play ab. Ja, natürlich! Verdammt nochmal! Oh, verpisst es doch einfach! Du Scheiße hier! Ja, schon wieder! Jetzt bin ich bei 1 Meter gegangen, verdammt nochmal! Scheiße, Mann! Sorry, aber das macht mich gerade erst aggressiv! Ich will doch einfach nur den scheiß Level weiterkommen. Nicht selber diesen Scheißdreckskampf wieder machen. Verdammt nochmal. Ich will nicht, dass du hochgehst. Mann! Das ist ein Scheiß hier. Ja! Natürlich! Mann! Lass das alles so drin. Denn es kann nur jetzt wieder, bis ich oben bin. So ein ist doch wirklich so schlimm. Es ist so dermaßen schlimm. Also, auf ein neues. Wie macht man das denn? Ja, aber wir sitzen einfach da so zu weit unten jedes Mal. Und jedes verdammte Mal treffe ich gegen den scheiß Gegner da. Herrgott nochmal. Was soll das, Nintendo? Ihr wollt's eigentlich auch verarschen! Jedes Mal! Mann, ey! So ein Scheißdreck! Und ehrlich jetzt! Was soll der Dreck? Ich würde auch gerne wieder Koopas einfach in den Tod springen, ehrlich jetzt! Was ist denn das hier? Ingame natürlich nur, jetzt versteht es davon selbst. Komm doch ein bisschen höher! Schon wieder dieser Dreckskampf, schon wieder so. Zählt mal! Mann, hab ich Aggressionen wegen dem Spiel. Bereue ich es, überhaupt gekauft zu haben. Was soll denn das? Boy! Ich bin wirklich selten aggressiv, aber dieses Game macht mich erst aggressiv. Man kann nicht mehr skippen, den Scheiß. Ich kann nichts machen hier. Ich hab keine Wahl. Scheiße, Mann. Ja, ja, ja! Scheiße! Was nimmst du an der ganzen Sache? Ist die Leute, man kann da nicht mal irgendwo. Es ist noch bei sein hier. Heißt, ich kann nicht aufhören und sagen, mach's morgen weiter. Geht nicht. Das gibt's doch nicht. Ja! Boah! Leck mich doch, war das wäre Geburt. Mir sowas von, auch wenn es den Münzen kostet, ist mir so wurscht. Ich hole mir meine Leben. Boah. Wobei ich hier nur erst gerne gespeichert hätte. Aber das war erst schlimm. Das war erst schlimm. Du weißt was, die Leute, Party ist eine halbe Stunde lang. Im nächsten Part geht's weiter. Ich kann nicht mehr, ey. Macht's gut, bis dahin. Und hoffentlich wieder weniger Salty.